Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier von Rise of the Tomb Raider mit Lara Croft im Angebot. Mit einer angeschlagenen Lara Croft im Angebot. Wir sind hier in einer... Ja, in einer Unterwasser... Nee, Unterwasser wollte ich... In Syrien? Ich hoffe mal, also wir sind immer noch in Syrien, oder? Syrien, 61% von Syrien schon abgeschlossen. Na holla, die Waldfee. Haben schon, die Reise haben wir alle. Ich habe mal Position Syrien noch nicht, aber... Mein Herr. Ah, das sind alles zum Nachlesen und Hören. Unentdeckter Ort, also... Ich denke, wir haben noch was vor uns. Ich weiß nicht, wenn wir hier irgendwie... Warte mal kurz. Wir haben ja etwas da unten. Byzantinische Münzen. Kostbare Goldwährung für den Handel mit bestimmten Personen. Zu finden in Verstecken oder die durch das Übersetzen von Monolithen entdeckt werden können. In Spendenbehältern an und antike Städten. Da haben wir schon ein bisschen zusammengekramst. Wir müssen irgendwie da nach oben kommen. Ja, irgendwie müssen wir doch noch rankommen. Oh, nee. Komm mal ran. So, boah, haben wir es doch noch geschafft. Und jetzt kommen wir da ran. Und dann da hoch. Oh oh. Das war nie so geplant, ehrlich gesagt. Da muss man... nachdoppeln, aber gut. Hä? Oh ja, ran hier! So, jetzt aber. Hoffentlich. Sind wir da rüber. Das habe ich nicht gerechnet! Sollten Sie mal steuern? Scheiß die Wand an! Meine Fresse hier! So, wir dürfen selber, immer das Tomb Raider-Symbol über, also unter mir erscheint, dann darf ich wieder ran an den Speck! Gefunden. Das ist aber nur eine Finte, nehme ich mal an. Nichts. Leer. Er ist leer. Nein. Nein. Was habe ich übersehen? Den ganzen fucking Palast nur für... Nur für eine Finte. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Wirklich nicht. Ich will da nicht reinkommen. Muss ganz leise sein. Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Ja, doch. Könnte es. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt?
Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. Na gut, mal wieder Kampfszenen hier. Wir müssen, glaube ich, hier raus, hä? Ich krieg's nicht mehr ein. Okay, müssen wir da jetzt runter. Schneller, verdammt schneller! Naja, ich mache schon, meine Dame. Mach mal Himmel. Frau, bitte sehr. Lara, lass mich nicht im Stich. Wasser kann da nur rauskommen, ehrlich gesagt. Wie viel verdammte Kacke von Wasser. Was ist das? Was hier? Die gesammelten Symbole? Hä? Also gerade begreife ich es gerade nicht. Croft Anwesen. Surrey in England. War es nur eine Fünfte oder war es doch echt? Das ist hier die Frage. Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer, aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Nicht nur der Sammlerinstinkt. Mann, oh Mann, die hat aber wirklich ein Temperament. Jonah.
na dann. Das geht ja gar nicht. Frauen schlagen. Mal würgen. Ach du Scheiße! Stopp! Buch fallen lassen! Sie halten uns nicht auf! Scheiße, Lara. Was machen wir jetzt? Das Buch zurückholen. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. So sind wir auf einem Berg gelandet. Ohne Kappe wird es da ein bisschen kalt. Ehrlich, kalt. Lara, bist du da? Ich bin in Sicherheit. Jonah? Jonah, wenn du mich hörst, kehr um. Bitte such nicht nach mir. Die zittert ja wie Espenlaub. Und wie soll er da weitermachen? Die hat aber wirklich einen dicken Schädel. Ich muss Schutz suchen. Ein ziemlicher Sturz. Ja, das kann man wohl so sagen. Meine Güte. Wieso muss es da oben so schön kalt sein? Ich finde eigentlich Schnee so ziemlich das Geilste, was es gibt. Du schaffst das. Mach schon. Weil schön ruhig und schön angenehm. Wirklich, Schnee ist etwas Schönes, aber. So? Nein, das ist ehrlich gesagt ein bisschen doof. Fast da. Okay. Okay. Jetzt Feuer machen. Die will da jetzt noch ein Feuer machen? Ist hier nicht ganz bei Trost? Bei diesen verschneiten. Okay, das könnte gehen. Nicht eins genug von drei. Für die Nacht. Ich muss mehr sammeln. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Ja. Noch frisch. Kein Fleisch, aber vielleicht irgendwas nützlich. Zurück zum Camp. Ja, das möchte ich wirklich gerne. Können wir hier irgendwie. Nein, Lara kann hier nicht schneller rennen. Ist ja auch logisch, ehrlich gesagt. Wenn man da. Wenn man hier. Los, verdammt! Schneid ist. Das wird doch nie und nimmer brennen. Mit was? Mit was wie die.
hat das geschafft. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Ruh dich doch zuerst mal aus. Mann. Aha. Der gute alte Bogen. Ich brauche einen stärkeren Bogen. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Okay, ganz allein. Und wir haben hier für den Bogen also Upgrades, die wir machen können. Neues Upgrade hergestellt. Hierfür fehlen uns natürlich Sachen, wie auch 12 Sehnennocken. Okay, alles klar. Gewachste Sehnen. Ich dachte schon, was ist denn los? Kletteraxt, was können die upgraden? Nichts. Umwickelter Griff. Ein lederumwickelter Griff. Verbessert den Griff beim Führen mit einer Hand, wodurch beihändig ausgeführte Nahkampf-Angriffskombos möglich sind, die sogar gepanzerte Pfeile niederschlagen. Holla, die Waldfee. Ach, sind die Stufen. Ah, so. Hiebkraft. Und das Ding ist ja noch mit einer Schlaufe. Geschliffene Klinge. Eine geschärfte Schneide ermöglicht, die Klinge tiefer in die Lücken einzudringen, wodurch die Stemmgeschwindigkeit erhöht wird. Das haben wir hier mit Kleider. Oh. Hallo. Ach so. Ist aber nur Lederjacke. Na, tolle Wurst. Aber ich denke, Rot wird doch schneller und besser gesehen in so einem kalten, düsteren Winterfriedhof. So, Inventar. Munition und Ausrüstung. Was haben wir denn hier so Schönes? Ausrüstung. Munition, dann mal geräuschlose Pfeile, 12 von 25. Und dann mal Jägerköcher, mittelgroßer, robuster Lederköcher, der die Tragkapazität für alle Pfeiltypen erhöht. Gewehrmunitionsbeutel, alles sehr schön. Wir brauchen Sachen. Fähigkeiten, ein Fähigkeitsupgrade verfügbar. Kampfjäger überleben. Ehrlich gesagt, ich gehe lieber auf Überleben. Schnellere Herstellung von Wurfobjekten und Munition im Lauf. Listenreicher Kämpfer. Feinde, die durch hergestellte Objekte erledigt oder bringen mehr EP. Brandbomben. Leichtfuß. Eifriger Lerner. Durch Überlebensverstecke, Dokumente, Relikte und Herausforderungen. Auge für Details. Finden Sie Überlebensinstinkte, leichte Herausforderungsobjekte. Aber denke mal, mit EP sind wir sehr gut beraten. Jäger, Kämpfer, dickhäutig, mehr, weniger Schaden. Aber ich denke mal, als erstes machen wir mehr EP. Schrotflimmer, Drohnen, was haben wir hier so Schönes? Abrissexperte. Holzspitzgeschosse. Freischalten Todeswolkenpfeile. Erhöht die Größe und Dauer der Giftwolke durch Güterpfeile. Napalmpfeile. Institutionen. Überlebensinstinkt, Relikdokumente. Sogar durch zu die Mauer hindurch. Also Mauern und alles. Pfeile. Also, das hier wäre schon ziemlich geil.
Aber ich begreife es gerade nicht so ganz, wie das Ding ist. Aber ein Bonus-Level durch Überlebensversteckte Dokumente, Relikte und das ist sehr schön eigentlich. Bonus-EP, damit wir dann auch schneller die Sachen überleben können. So, hier braucht alles, ist immer nur ein, nehme ich mal an. Kämpfer, ist hier einmal mehr Rüstung. Präzision, Eisenhaut. Also ja, ich denke mal, mit EP sind wir schön beraten, wenn wir dann irgendwie mal, ich glaube, müssen wir zuerst alle Einer durchhaben. Und danach erst eine Zweier gelangen und dann auch nur ein Dreier. Ich weiß nicht, aber wir schauen dann mal. So, wir haben alles. Und haben jetzt mehr EP bekommen. Und ich denke mal, meine Freunde, härter als sie aussieht. Ja, also wir haben jetzt einfach mehr EP bekommen. Also wir haben jetzt den Perk EP freigeschalten. Erfahrungspunkte und nicht irgendwie Stärke oder so. Aber mit Erfahrungspunkten können wir dann auch schneller wieder Erfahrungspunkte sammeln. Und somit auch wieder schneller leveln. Und meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Viel Spaß, das war's.